Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Age of Empires 2 Definitive Edition, beziehungsweise der ersten Folge dieser Playlist, denn ich starte ein Nebenprojekt neben der Hauptreihe von Age of Empires, in dem ich ja alle Kampagnen zeige, und zwar geht es in dieser Nebenreihe darum, die Achievements des Spiels abzuschließen. Achievements, klar, ne, du kriegst viele der Errungenschaften schon allein durch Spielen der Kampagne automatisch dazu. Aber es gibt auch eine Menge Achievements, die man so gar nicht wirklich auf dem Schirm hat, weil man sie einfach, wenn man sie nicht liest, nicht macht. Ja? Und ich habe jetzt mal die Liste hier aufgemacht und bin genau in dem Punkt, in dem so eine kleine Trennung ist. Und das will ich euch eben ganz kurz zeigen, weil darum geht es in dieser Playlist, dass wir alle Achievements abschließen. Um es ganz kurz zu zeigen, ich habe 96 von 191. Wie ihr seht, das letzte ist, schließen Sie die Kampagne der Großherzoge ab. Das ist für euch noch ein bisschen in der Zukunft, für die anderen Folgen, weil jetzt erstmal die Kunst des Krieges kommt und dann Edward Longshanks und dann die Großherzoge, weil ich habe die ja ein bisschen voraufgenommen, damit ich halt genug Zeit hatte für andere Sachen. Und in diesem Projekt geht es aber nicht um die Kampagnen selber, wobei die auch oft vorkommen. Es geht aber vor allem darum, alle Achievements zu lösen. Und ich bin jetzt hier, wie gesagt, bei so einem Trennpunkt. Oben, also alles, was ab hier ist und da drüber, sind Achievements, die durch Kampagnen bekommen werden, ja? Bedeutet, ihr seht ja selber hier, zum Beispiel gewinnen sie in der 5. Mission Leloys einen dreiteiligen Angriff, ohne einen der 4 Helden zu verlieren. Also es gibt halt überall irgendwelche besonderen Umstände, die man erreichen muss. Und alles, was hier drunter ist, sind Achievements ohne eine kampagnenbezogene Anforderung. Wie zum Beispiel töten sie 500 Einheiten mit Mangen oder erschaffen sie in einer Partie 500 Langbogenschützen und so weiter. Ja, da gibt es halt auch eine Menge. Mein Problem ist nur, diese Menge, von der wir hier reden, ist gar nicht mal so eine riesige Menge. Ja? Und ich würde einfach sagen, wir machen die tatsächlich einfach mal zuerst, die hier unten stehen, weil die von den Kampagnen komplett unabhängig sind, und den Kampagnen-Achievements können wir dann machen, sobald wir den Rest bekommen haben. Hat den Vorteil, dass wir so gesehen die Kampagne vorher abschließen können. Die müsste, glaube ich, im Januar oder so oder Februar auslaufen irgendwann, und dann quasi die Kampagne so gesehen weiterführen, obwohl wir die halt nochmal spielen, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Egal. Auf jeden Fall fangen wir hier mit den Achievements an. Ja, und da seht ihr ja schon, es gibt da eine Menge. Ja? So. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit der absolut simpelsten Reihe von Achievements an. Und das ist, besiege KI-Gegner. Und das heißt, die ersten paar Folgen werden jetzt erstmal ein bisschen entspannter, nenne ich es jetzt mal. Wenn wir fangen an mit Ruhe in Frieden. Deswegen heißt die Folge auch Ruhe in Frieden. Ja, wer hätte das gedacht? Besiegen Sie einen KI-Gegner in einem einzigen Eins auf Schwierigkeit friedlich. Also eigentlich easy peasy. Und das machen wir jetzt auch. Wir werden übrigens immer jetzt im Hauptmenü anfangen und dann das alles vorbereiten, je nachdem, was wir tun müssen. Aber ganz kurz mal eben, ich will euch das nochmal zeigen, dieser Anblick hier ist schon, er ist göttlich, ja. Es ist alles Gold, ja. Gold, Gold, Gold. Nur hier halt natürlich noch nicht die 3. Und selbst hier haben wir schon 2 Gold. Ach, angenehm. Ne? Also ist schon ziemlich cool. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal auf Einzelspieler. Gefecht. Neben eine KI. Ach, die kann ruhig zufällig sein. Ich mache mich auch mal auf zufällig, einfach weil ich da jetzt gerade Bock drauf habe. Und wir nehmen uns jetzt eine winzige Karte, weil es geht. KI-Schwierigkeitsgrad machen wir auf leicht, weil wir sollen den erstmal auf leicht besiegen. Ne? Wobei hier steht nicht leicht, hier steht friedlich, aber naja, muss der ja wissen. Ne? Gibt's halt nicht. Ansonsten 200, normal, normal, Standard, alles Standard. Passt, ne? Imperiale Kriege. Dadurch erhalten alle Spieler zum Spielstart zusätzliche Dorfbewohner, Lager, Häuser und Felder. Aha. Ja, ne, ne. Alles Standard. Und Sieg, ja, können wir auch Standard machen, ist eigentlich egal. So, dann einfach mal starten. Weil auch friedlich, easy. Oh, wir sind Byzantiner. Gegen Tataren. Aha. Ja, cool. Ich bin mal gespannt, was da so alles bei passiert in dieser ganzen Playlist jetzt hier.
Presto. Ich muss erstmal reinkommen. Ich bin jetzt nicht. Ach, ich habe schon Fehler gemacht. Ich meine, ist eigentlich auch egal, ist friedlich. Aber ich habe schon so lange kein normales Dings mehr gemacht, ne? Das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr. Also normal spielen. Habe ich schon seit locker 2-3 Jahren nicht mehr gemacht. Ich war da mal so gut drin. Gott, bin ich langsam. Hilfe. Ja, vor allem jetzt gerade kam ja auch Kunst des Krieges raus, wo ich ja das alles quasi machen muss hier, ne? Da war nochmal alles ein bisschen anders. Ja, normalerweise nimmt man sich die zwei... Upsala, falsch Hotkey. Normalerweise nimmt man sich die zwei ersten Dorfbewohner und macht man den ein Haus, mit dem anderen macht man ein anderes Haus. Die gehen danach ans Schaf, der holt schon mal die Schafe ran. Wir machen hier direkt Dorfbewohner, normalerweise, ja? Haben wir jetzt hier nicht. Ja. Salve, Pablo. Naja, ist ja auch egal. Kurz einmal scouten gehen. Bei uns fehlen noch ein paar Schafe. Was ein bisschen schade ist. Ah, da links sind zwei auf jeden Fall. Hier hinten. Geh da bitte mal hin. Nicht eiteln, wäre schlecht. So, die nächsten gehen auf jeden Fall ein Holz, du auch. Und du machst schon mal ein neues Haus. Und danach ein Holzfällerlager. Bitteschön. Du machst den da und gehst danach mit da dran. Oh, nicht eideln. Gott, mach mal bitte keinen Scheiß hier. So, ihr macht den da. So, zack. Ihr kommt mit. Mehr Dorfbewohner, bitte. Presto. Mir fehlen irgendwie noch zwei Schafe, weil es sind immer 8 Schafe in der Gegend. Normalerweise. Wobei, wenn man die 4 am Anfang mit dazu zählt, hat man ja 2 einzeln stehende Schafe. Und ich glaube, das stimmt schon so. Stimmt schon. Dann gibt es 2 Schweine in der Nähe. Die hier. Rehe, Bärensträuche, ein Hauptgold, ein Stein, ein zweites Stein und so weiter. Es gibt immer so diese Standardressourcen quasi, weißt du? Salve, Kaedo, Kaedo. Ein. So, mach mal bitte noch ein Haus hier hin. Dann fängst du schon mal an, ganz kurz zuzumachen. Ich meine, das ist eigentlich eh eine KI, aber dann kann man schon mal ein bisschen üben, weißt du? Huch. Oh, Schafe. Nehmen wir. Ein. Pabulo. 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 Hoppala. Jetzt hat ihr das Holz weggeworfen, ne? Wie ärgerlich. Salve. Pabulo. Pabulo. Ha, lol. Einfach instant abgemurkst. So, wie sieht's denn bei dem aus? Einmal kurz den Gegner ein bisschen scouten hier. Mhm. Einen seiner Steins habe ich schon. Stein habe ich schon mal gefunden. Steins, genau. Macht Sinn. So. Nein. Cool. Okay, da links ist anscheinend nichts mehr so krass Spannendes. So, der Rest geht bitte gleich mit an Holz. Salve. Presto. Correctus. Sane. Ein. Ein. Zack. Sane. Und ihr geht hier, macht da schon mal eine Baracke. Okay, hier ist ein Dorfzentrum. Das Schaf killen wir mal ganz kurz. Mhm. Smart, gebe ich zu. Ich wollte das Schaf töten, aber irgendwie das nicht ganz funktioniert. Ist auch egal, lieber einen Scout behalten. Hoppala. Pero? Warte, ihr 4. Ich habe jetzt voll vergessen. Ah, nein. Correctus. Ich wollte doch. Ich hätte das Schwein ausgesperrt, Alter. War das dumm? Ja, ist auch egal, komm. Ist ja eh erstmal die leichte KI, da kann man ruhig mal ein bisschen verkacken. Aber peinlich ist trotzdem. Ich hab genau den Weg weggeblockt, wo die Schweine sind. Alter, ich hab voll vergessen, ich musste ja ranlocken. Ja, ich spiele halt nur Kampagne eigentlich, ne? Das ist nochmal was anderes. Man gewöhnt sich da ja auch übelst dran. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Correctus. Auch dass die hier so rumstehen, eigentlich nicht gut. Ein. Condo. Presto. Correctus. Ein. Sane. Correctus. Sane. Ein. Condo. Ja. Machen wir nochmal 2 Dorfbewohner, dann passt's auch.
Gott, ich habe auf jeden Fall zeitlich komplett reingeschissen. Ist gut, dass wir erstmal hier so auf einfach anfangen, ne? Um wieder so ein bisschen, ich sag mal, die Bildorder reinzukriegen oder generell mal irgendwie, naja, ne? Ihr könnt schon mal das machen, immer ein bisschen Gold sammeln, keine Ahnung. Ein? Miese Sache. Ein. Correctus. Venatus. Uff, vor allem das hier unten ist mies gewesen. Sane. Sane. Eigentlich hätte ich jetzt längst in die nächste Zeit gehen müssen und alles. Oh Gott, katastrophal. Ja, kommt alles irgendwann noch, ja? Irgendwann bin ich gut genug dafür. Ach, guck mal hier. Lol. Okay. What the fuck? Weißt du, was witzig wäre? Wenn ich ihn einmauer. Das mache ich, glaube ich. Ein. Kondo. 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 Einfach einmauern. Was soll er machen, ha? Huh? Sich dagegen wehren? Salve. Ein. Sane. Correctus. Oh Mann, also ich bin auf jeden Fall viel zu langsam unterwegs gewesen, habe alles komplett ein bisschen reingeschissen, aber ist ja auch scheißegal. Passiert. Ich hätte auch eine Mühle direkt bauen sollen, ich hätte direkt die Schweine dran locken müssen, ich hätte eigentlich so viel machen müssen. Habe ich alles da irgendwie ein bisschen verpatzt, sag ich mal. Hoppala. Okay. Kondo. Kondo. Ist auch Idle Time, also so gesehen. Finde ich okay. Ey. Was ist das denn jetzt hier für eine Aktion? Ach nee, ich bin jetzt noch nicht genug. Ich dachte, ich hätte schon 500. Hätte ich mal lieber gucken sollen. Oh wei, oh wei. Und das ist der Anfang dieser Missionsreihe, dieser Playlist hier. Katastrophe. Wir nehmen mal hier seinen Stein weg, ne? Gott, ist das schlecht. Naja, das kommt alles noch. Kommt alles noch. Wie gesagt, das ist sorry, ne? Auch die Eideln wieder rum, perfekt. Oh Mann. Ich will euch mal ganz kurz noch ein Gegenbeispiel zeigen. Weißt du was, ich zeige euch mal eben ganz kurz ein Gegenbeispiel von etwas, was ich sehr witzig finde. Und zwar, ich habe erstmal Caps drin, stark. YouTube Hera AOE 2. Hera ist ja neben Viper der weltbeste Spieler, den es so gibt, ne? Und ich will euch eben mal ganz kurz zeigen, die spielen ja anders. Also zumindest Viper, denke ich mal, kennen einige von euch vielleicht schon so ein paar Videos von. Und vielleicht hat es irgendwer schon mal spielen sehen. Wenn nicht, ist auch eigentlich egal. Ich will euch nur mal ganz kurz zeigen, wie Hera spielt. Weil ich meine, ich bin vielleicht jetzt noch ein bisschen langsam, muss erstmal komplett wieder reinkommen. Aber ich finde er schon sehr hektisch, was Spielen angeht. Also nicht schnell, auch schnell. Nicht falsch verstehen, er ist sauschnell. Aber halt super hektisch und super viel unnötige Tasten irgendwie. Weiß ich nicht. Also wenn, nicht wenn everything that can go wrong goes wrong. Murphy's Law und so. Ist eigentlich egal. Wir nehmen einfach mal das neueste Mangonel aus Scorpion. Ah nee, warte, das ist ein Infovideo wahrscheinlich. Stark. Ich mach das auch mal jetzt nicht in diesem Overlay. Ich mach das mal irgendwie ganz kurz im Browser. Weil sonst leckt das hier wie scheiße. Das ist ja auch kacke. Warte, ich gehe einfach mal auf Hera und dann zeige ich euch das gleich. Weil ich fand das schon interessant, sag ich mal. Ja? Sehr interessant. So, Hera versus Vilest zum Beispiel. 6.8. Das kam jetzt vor 2 Tagen online. Das ist etwas, was ich meine. Hier, guckt's euch an. Alter, ich meine, ich habe ein Dislike gegeben. What the fuck, ein Like. Ich mag Hera. Der ist gut, der Mann. Auch hier Viper übrigens. Ehrenmann, guckt den an. Hier, Viper. Ebenfalls einfach legendärer Spieler. Arena. Ja, da habe ich auch schon in der einen kurzes Kriegskampagne, oder das werdet ihr noch sehen, einmal kurz reingeguckt, wie er es gemacht hat, weil die beiden sind einfach königlich. Ja. Ja, ansonsten, Hera ist mir ein bisschen zu hektisch, ehrlich gesagt. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall schnell, bis jetzt, alles cool. Aber achtet gleich mal drauf, wenn ich jetzt irgendwie hier hingehe, wie oft er zum Beispiel sein Dorfzentrum anklickt oder andere Sachen und die Taste halt 10-mal drückt. Und dadurch hört sich das teilweise an, als würde er da wie ein Epileptischer auf der Tastatur rumknallen. He was hitting me from 3000 away, like, holy shit. This is so crazy. He's here, I'm here and he's hitting me, like. Ai, 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 man. Siehst du dieses Geräusch gerade eben, dieses. Da drückt er die Taste fürs Dorfzentrum 4-5 Mal.
Achte mal drauf. Be like, ay ay ay, man. Da wieder. In einer Tour jetzt. Break. Ich finde, ja, man kann ab und zu mal so, das mache ich ja auch ganz gerne mal, so drücken, obwohl ich es noch gar nicht freigeschaltet habe. Aber achte doch, wie oft er es macht. Here and he's hitting me like, ay ay ay, man. Can't catch a break. Siehst du, was ich meine? Und das macht er halt nicht nur einmal, das macht er bei allen Aktionen. Also ja, ich finde, die sind extrem gut, die Spieler, ne? Richtig schnell, extrem gut, keine Frage. Und holy shit, hätte ich Probleme, wenn ich gegen die spielen würde. Aber Leco mio, so hektisch will ich auch gar nicht spielen wollen. Uff. Salve, correctus. Ein. Impero, sane, correctus. Ein. Condo. Wollte ich dir nur kurz gezeigt haben, weil das ist schon echt eigentlich beeindruckend, was die da machen. Presto, salve, venatus. Okay. Ich meine, das finde ich gut, wenn er dies angreift. Das ist nämlich ziemlich gut Idle Time, die er dann drin hat. Salve, condo. Kann er ruhig machen. Machen wir hier gleich einen Turm hin, dann passt das Ganze auf jeden Fall. Ein. Lass ihn doch ruhig ein bisschen kämpfen. Das ist fein. Correctus. Correctus. Correctus, Mann. Da ist noch eine Reliquie. Nice. Impero. Okay, die macht jetzt den Baum. Das ist auch fein für mich, aber machen wir lieber bitte das da. Impero. Ein. Sane. Ein. Presto. Sane. Kommt mal bitte zusammen. Ein. Sane. Oh, hier ist ein kleiner Berg so drauf. Sehr schön. Wir machen direkt einen Turm. Condo. Impero. Condo. Condo. Salve. Condo. Condo. Presto. Condo. Ein. Condo. 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 So. Presto. Ein. Sane. Du machst eine Schmiede. Danach ein Marktplatz, das da. Noch einer zu. Oh, ich hab den Dorfbewohner fast sterben lassen. Stark. Direkt Schwertkämpfer, das da. Andersrum. Drei Stück davon, dann das da. Salve. Impero. So. Condo. Den hätte ich nicht abreißen müssen, der war eigentlich okay. Ein. Korrekt. Ey, Mädel. Willst du prügeln? Salve. Ein. Condo. Presto. Condo. So, einen Turm haben wir. Ein. Der geht dahin. Der geht dahin. Presto. Das müsste, dürfte nichts bringen. Hoffentlich. So, mehr Dorfbewohner nicht vergessen. Ich eile die ganze Zeit immer ein bisschen, das ist scheiße. Doppelschneidige Axt. Dann machen wir das hier, weil danach kommt Felder. Pero. Condo. Ja, Nahrung fehlt mir leider ein bisschen, das ist schade. Salve. Condo. Presto. Ein. Presto. So, ihr geht da dran. Ihr beide geht da dran. Foglio. Oh, scheiße. Nee, mach nicht den. Condo. Salve. Caedo. Salve. Caedo. Was ist jetzt hier oben los? Hm, keine Ahnung. Ist doch okay. Impero rectus. Condo. Presto. Ein. Condo. So, so. Dann machen wir da am besten gleich noch einen Turm irgendwie hier hin oder so. Schön beim Gold. Dann hat er eh keine Chance mehr. Impero. Presto. Sane. Ein. Ago. So, und sein Holz und Nahrung da ist auch weg. Schönes Ding. Impero. Ich finde, die KI ist natürlich Presto. Super, ein. Super easy, muss man auch dazu sagen. Sane. Condo. Also gar kein Problem. Aber naja. Aenita, porro, impero, pugno. Sane, porro. Oh, was ist da los? Wo wollen die denn hin? Na, kriegst du den? Du bist schneller. Schaffst du. Der Bogen ist wieder geidelt, war da wieder richtig intelligent. Lass mich ruhig ein bisschen idlen, komm, ist egal. So, ein bisschen ein paar Dorf. Hier ein paar Bogenschützen noch dazu. Salve. Das ist gut. Ein, ago, ein. So, erst in der Feudalzeit, immerhin. Hä, wie bist du in die Feudalzeit gekommen ohne Nahrung? Ah, der hat sich gerade mal geopfert, nice. Presto. Sane. Okay, er will lieber sterben. Ago. Sane. Ein. Finde ich nicht ganz in Ordnung, aber mach mal. So, zack. Impero. Sane. Condo. Zack. Salve. Ein. Condo. Zack. Ein. Sane. Und Condo. Zack. Oh, die eilen alle, lol.
Mach mal nicht den. Fadio. Nee, warte, zwei von euch gehen weg. Ihr macht noch Felder. Kondo. Presto. Ein. Kondo. Zack. Presto. Ein. Impero. Correct. Und du gehst, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht, was du machst. Geh mal mit dem Gold. Das passt schon. Ein. Ein. Correct. Also so würdest du eigentlich niemals einen Spieler besiegen können, normalerweise. Da ist auch noch Gold, das blocken wir ihn auch noch ganz kurz weg. Schön mit Türmen. Machen wir noch ein paar Bogenschützen dazu. Ist manchmal nervig. Ja, also quasi, er hat eigentlich schon verloren, so gesehen. Naja. Salve. Ein. Kondo. Impero. Gut. Die Karte ist eigentlich gar nicht mal so krass klein, wie ich gedacht hätte. Ich meine, ja, ist schon nah dran, aber hätte ich jetzt nicht so groß vorgestellt. Für eigentlich eine sehr winzige Karte. Huch. Dein Ernst? Oh Leute, die ist stärker als ich. Hilfe. Na, geht schon. Passt. Ein. Comida. Kaputt. Pero. Sane. Ago. Ein. Noch zwei, drei Bogenschützen. Ein. Ago. Sane. Presto. Sane. Ein. Perfekt. Mehr Dorfbewohner und dann gehen wir gleich in die Ritterzeit irgendwann. Salve. Ein. Kondo. Sane. Kondo. Ein. Sane. Kondo. Zack. Presto. Corre. Kondo. Zack. Presto. Kondo. Zack. Salve. Kondo. Zack. Ein. Oh, bei Holz braucht man auch ein bisschen mehr, ne? Wobei 8 Holz wäre eigentlich schon echt in Ordnung ist eigentlich. Passt schon. Impero. Kondo. Oh. Impero. Er ist schade. Ago. Aber musst du ja wissen, wenn du es gut machen möchtest. Presto. Impero. Sane. Zack. Sane. Mein Spiel ist immer noch ein bisschen rumlaufen, nice. Ago. Ein. Sane. Ago. Sane. Ein. Ago. Comita. Zack. Mach mal genau 40 Stück und dann gehen wir an die nächste Zeit. Presto. Ein. Kondo. Kondo. Oh Mann. Ein. Ah, er hat aufgegeben. Ja. Und das gab jetzt wahrscheinlich das Achievement. Besiege einen Gegner auf friedlich. Oder? Nein? Wieso nicht? Na doch, jetzt hier, Ruhe und Frieden. Ich wollte schon sagen, das war jetzt zwar sehr anstrengend auch. Wobei ich schon echt, also normalerweise war ich jetzt gerade so scheiße, holy shit. Ich meine, klar, man kann es natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichen, wenn man sich irgendwie richtig krasse Build-Orders anguckt. Ich meine, ich muss jetzt auch mal trainieren, das ist jetzt ein langer Weg in dieser Reise, ja. Bei Kampagnen spielst du ja auf eine ganz andere Art und Weise, darf man auch nicht vergessen, ja. Aber davon gibt es jetzt halt auch immer regelmäßig ein Video, was parallel zum Age of Empires 2 Kampagnen, wie ich, ne? Okay, dann danke schön fürs Zuschauen, noch rein, bis zum nächsten Mal. Da werden wir wahrscheinlich dann... ja, Standard, ne? Also immer locker machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.